Moin, moin, meine lieben Steam Deck-Freunde da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steam Deck Checker. Ich bin's, euer Fabian. Und ich habe wieder Verstärkung mitgebracht. Mein Sohnemann Leon. Wir spielen mal heute wieder zusammen. Dein Gesicht halte ich mal ein bisschen aus dem Netz raus, weil aus nachvollziehbaren Gründen, die Eltern bestimmt verstehen können, ist das definitiv, ja, nachvollziehbar. Da wiederhole ich mich ein bisschen. Und wir spielen jetzt heute mal zusammen Nickelodeon Kart Racer 2 Grand Prix heißt das Ganze. 2 Grand Prix. 2 Kart Racer 2 Grand Prix, genau. Und wir machen jetzt hier 2 Spieler und wir machen mal ein Slime Grand Prix. Ja, wir machen mal langsam. Oh, jetzt hast du was gedrückt, Leon. Mal nichts drücken, bitte. So, wir machen mal langsam. Ja, ich habe es nämlich auch noch nicht gespielt. Haarball-Pokal, Football-Pokal, Windel-Pokal. Wollen wir Windel-Pokal? Ja, Windel. Windel-Pokal, okay. Wir wollen ja eine Wilke. Wir wollen ja eine Windel-Key. Und mein Controller geht die ganze Zeit aus. Das ist mal wieder schön. Sekunde, bitte. So, Controller an Strom angeschlossen. Los geht's mit dem Windelpokal. Drück mal was. Ah, jetzt kannst du dir einen aussuchen. Also ich nehme entweder einen der Turtles. Ich nehme den. Du willst Raphael haben? Okay, ich gucke gerade. Ja, dann ich. Ach, ich nehme natürlich. Nein, das ist Patrick. Zum allerbesten Tag. Plankton. Ich nehme Plankton. Geht immer. So. Drück mal. Ah, mein Schatz. Ja, wir nehmen erstmal alles ganz normal. Für die Reifen. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Steuerung ist. Was die Partner. Außerdem habe ich vergessen jetzt hier. Warte, wir müssen mal kurz gucken. Ja, wir können hier auf dem Bildschirm gucken. Ich habe jetzt mal umgeschaltet. So, ich muss mal gucken, wie die Steuerung geht, Leon. Ja, hier gibst du Gas. Ja, warte, guck mal. Wir können bei dir auch nochmal. Warte mal. Auto beschleunigen. Was haben wir hier an Steuerung? Lenken ist klar. Und ansonsten, okay. Und was los. Lenkt man? Ja, mit dem, mit dem. Oh ja, jetzt habe ich natürlich meinen Start verpasst. Und wie macht denn jetzt Turbo? Weil das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob sowas wie Turbo gibt. Erster! Nee. Ja, und du hältst irgendwie eine falsche Taste, glaube ich. Haltest ja andauernd irgendwie um deine Sicht. Bin ich letzter? Ja. Hey! Papas Erster. Wie hast du Turbo gemacht? Warte, wir gucken noch mal. Warte. Wie macht man Turbo? Warte, wir gucken mal. Also, hier ist Gas geben. Guck mal. Der ist Gas geben, den musst du dann immer gedrückt halten, ja? Hm. Turbo gibt's gar nicht. Wenn dann hier. Hier? Ja. Wenn man Turbo hat, dann da. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein adäquater Mario Kart Ersatz ist, aber funny. Kriegt man für ein paar günstige Euros auf jeden Fall. Schaut mal bei MMOGA rein, mein Partner. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten immer mal auf den Sale warten oder so. 2 von 3. Ja, Leon, nächste Runde, nächstes Rennen läuft besser. Jetzt hältst du auch den Gasknopf gedrückt, hältst du. Ich muss mal gucken. So. Excuse me. Soll ich jetzt einen Ball? Nehmen wir den Ball. Die Items hier sind so alle so nichtssagend. Und warum dieser ganze Schleim sein soll. Na gut, man hätte auch das Tutorial spielen können. Uh-huh. Aber no risk, no fun. Jetzt bin ich wieder Zweiter. Irgendwie haben mich. Keine Ahnung, Leon. Keine Ahnung. Das war Turbo. Ja. Was war Turbo? Ja, ah. Ah. Oh, noch eine Runde. Ich hab Turbo auf. Jetzt bin ich von eigenen Gegenstand erwischt worden.
Achso, sonst kannst du auch nochmal Y drücken, Leon. Das ist Y, der hier. Ja. Ich habe hier irgendwie ein Schwein. Ein Schwein. Oh. Wohin hast du das? Wir werfen die mit A gerade auf mich. Das sah jedenfalls so aus. Aber du hast es ja, super. Du bist auch schon Fünfter. Das ist doch super. Und jetzt greift man dich später. Okay, das ist sowas wie der blaue Panzer, glaube ich, was ich gerade abgeschossen habe, diesen Football. Und wie kriegt man da was? Hey, SpongeBob! Ah, Papa, guck dir mal Mist an! Ja. Papa, ich möchte gerne die Serie gucken mit dem gelben, löchrigen Käse unter Wasser. Und? Mhm. Ah, SpongeBob. Fünf. Ja, sieht doch gut aus. Chucky, die Mörderpuppe ist direkt hinter dir. Fortsetzen, ja klar, wir wollen den Grand Prix ja spielen, oder? Oh. Papa? Ja, mein Engel? Und warum das? Ich glaube, du musst ein bisschen lauter reden, sonst hören die Leute nicht. Nicht schauen? Ja. Bin ich Achter. Und ich bin Zweiter. Siehste, läuft doch. Und ich bin Siebter. Ja, noch ist nichts verloren. Und jetzt Dritter. Siehst du, läuft doch, mein kleiner Nachwuchsprofi. Nee, ich finde das Spiel eigentlich ganz lustig. Mit A machst du kein Turbo. Wenn du Turbo hast, du musst ihn erst aufsammeln. Bob ist jedenfalls bisher verstanden. So, das mache ich hier auch nochmal schön. Wie geht man Turbo aufsammeln? Ja, wenn du diese Dinger hier aufsammelst, das sind ja irgendwie Schleimmünzen, dann gibt es noch hier so die Items wie bei Super Mario. Ich bin ich habe auch einen Platz. Aber ich hatte eben so. Ja, cool. Ja Leute, letztes Spiel eigentlich, oder? Siebter bin ich, bin letzter. Und guck mal, wir spielen das Full HD auf dem Steam Deck bei 60 Frames in Splitscreen-Modus. Was wollen wir mehr? Klar, kein High-End-Grafik, aber... Ich hebe das Zelt auf. Okay, heb mal auf. Oh, ich erwische mich gleich selber, oder? Nee, doch nicht. Hui! Was hat dieses Schwein da hinten auf dem Rücken? Ich kapier's nicht. Okay. Ah, ja, so. Aber auch die Hintergrundgrafiken, eigentlich alles ganz nett gemacht. Aber auch nicht ganz, also ich muss sagen, da sieht selbst Super Mario Kart 8 ein bisschen raffinierter aus. Das muss ich gestehen. Aber für einen Fun Racer doch ganz putzig. Du hast einen Hamburger, ja, hau rein. So. Die Hamburger kann nicht verpuppen. Sind das die das große, das was... So driftig, okay. Mhm. Nein, driften hier was? Boah, der Drift ist aber echt... sehr... nicht so ganz so geschmeidig wie bei Super Mario Kart 8. Ich bin Siebter. Ist doch hervorragend. So. Letzte Runde. Final Countdown. Ich mag erst meinen Hamburger kaputt. Die Hamburger kannst du kaputt machen. Ja. Wenn du einen Hamburger hast, dann druck oben. Okay. Was bringt mir das, wenn ich oben drücke? Oben, dann würden die kaputt gehen und dann wird der Gegner anders. Papp au! Da freut sich aber jemand.
Super Mario Kart, dieses Eindinger. Ich hab das mit Sektor. Der sieht aber nicht ganz zufrieden aus, dein Raphael. Sechster. So, wie sieht's gesamt aus? Oh, guter Punkt. Jetzt Fünfter. Ich hab den. So. Guck mal, der Baby und dieser Kunde. Nördlicher Wasserstamm. Ja, das muss ich sagen, die Wassereffekte zum Beispiel, glaube ich, habe ich mit Mario Kart 8 besser in Erinnerung. Ja, Gesundheit! Danke, danke. Ich glaube, wir gehen doch nicht ins Wasser hier, wenn du schon niest. Und mein Vierter. Ich feiere aber auch wie so ein Besoffener. So, ist das schon das letzte Rennen oder das vorletzte Rennen? Ich glaube, das waren 4 Rennstrecken, oder? Warte, wir hatten jetzt schon. Das ist jetzt unsere dritte. Oh, hier sind so Wassertassen. Rutschig hier. Gott. Ganz sehr gut. War das eine Zimtrolle? Hä? Was macht man damit? Ich fahre in die falsche Richtung. Ja, 8. Platz, ne? Muss es auch mal sein, kann nicht jeder. Du bist Erster? Wieso bist du Erster? Weil ich gut bin. Und du nicht. Junge. Du bist ganz schön frech. Niemand überholt mich. Bei Mario Kart dachte ich schon mal. Papa und ich waren da schon mal. Ja. Papa und ich waren da schon mal Erster, wir beide. Ja, im Teamspiel, glaube ich, ne? Ja. Ja. So, ich bin Vierter, aber ich krieg dich noch. Ich sag's dir. Was ist denn hier? Oh, denkst du wohl. Wie bitte? Denkst du wohl. Denk ich wohl, ja. Ich bin Zweiter. Ja, siehst du? Oh. Ich bin Zweiter. Und ich bin Erster. Du Dritter. Hä? Ich hab dich doch eben noch gerade gehabt. Und dann hast du mich überhaupt. Und dann hatte ich was. Hä? Abgeschossen. Wieso bin ich jetzt Vierter? Weil ich fahre irgendwie voll den Umweg hier. Ich bin immer noch Erster. Hä? Irgendwie schnall ich die Streckenführung hier nicht. Ich bin auch so ein typischer Autofahrer. Ohne Navi geht bei mir gar nichts. Da bin ich noch nicht mal von der Arbeit nach Hause. Oh nö. Sechster! Das kann doch nicht. Ich bin jetzt schon. Ich bin gleich am Ziel. Ne, jetzt ist erst die letzte Runde, Leon. Ich war schon am Ziel. Ich bin jetzt schon in der letzten. Achtung, ich hab so einen Ball. Wenn der Ball wird, dann kommt das auf jemand. Das ist so. Wenn du mit dem holst, ja. Weißt du, was dann passiert? Du wirst doch nicht einen Ball auf deinen Vater. Doch! Ja. Das ist Papa, ich hab. Ich finde den Weg hier nicht. Ich glaube, ich fahre hier auch voll den Umweg. Nein, ich wurde getroffen von so einem Atemfreak. Ich bin Dritter. Ich bin Vierter und gleich habe ich dich. Nein, ich bin Fünfter. Ich bin Vierter. Ich bin Dritter! Ich hab doch gesagt, ich krieg dich. Ich bin Erster! Ja! Ich bin Zweiter! Was? Was ist das denn? Das ist gemein! Hat da einfach irgendein Captain die Hand vor die Kamera gehalten? Ja! Ich weiß auch schon, wer das war. So! Ja, Mensch, gib Gas! Oh, Leon! Hast du ganz knapp noch den Platz verloren? Oh, guck mal, dritter Platz, ey, fürs erste Mal spielen. Ja, nicht das Mikro kaputt schreien hier. Uiuiui. Ich bin wütend. Da musst du jetzt mal. Spielzeugpalast reinballen. Du musst jetzt aufpassen. Da hab ich's gesehen. Ich bin Vierter. Ich bin Erster.
Das ist so eine gute Laune, Bärchen, ey. Ich bin jetzt schon Siebter. Ja, Sechster bist du. Ich hab so eine Banane, so einen Garten drin. Das ist aber auch Spielzeug hier wie aus dem Horrorfilm, oder? Das ruft mir jetzt nicht so gut. Ah, Fidget Spinner! Ich hab Cola! Ich kann Cola einsetzen. Ja, super! Ich bin Fünfter. Jetzt mal Cola ein. Ich hab. Papa, ich war Letzter und dann war. Jetzt bin ich Dritter. Bombe getroffen. Ich bin Sechster. Ja, ich bin Zweiter. Wer liegt denn ein Gartenzwerg auf die Strecke? Das war ich. Ja, toll. Ich bin Zweiter. Papa. Ja. Ich überhole. Ich seh's. Nee, hast du nicht. Ich bin Erster. Du kannst mich gar nicht überholt haben. Ich bin aber Vierter. Ja, und ich bin Erster. Also kannst du mich ja nicht überholt haben. Ich hab ne Wunde. Was hast du? Ne Wunde. Gott sei Dank nicht mehr in Real Life. Da bin ich so happy drüber. Das, oh, Windeln wechseln, ne? Also das ist ja das, was ich echt nicht vermisse. Das ist so klein und süß, so ein bisschen gewissen Alter, aber das Windelwechseln, das ist etwas, wo ich echt gerne drauf verzichten kann. So, ich sehe gar nichts. Ja, ich wurde auch schon wieder überholt. Das tun sie extra. Ja. Bei mir ist auch schon frei. So ein Gartenwerk. Rot kaputt gemacht. Mit Zweiter. Ich bin Erster. Ich bin hinter dir. Ich weiß. Ganz schön. Sieht nicht. Das ist nicht gut. Papa, was ist hier? Ja, da hat irgendjemand mit AA wieder geworfen gefühlt. Oh, wieso schaffe ich es dann nie rüber? Geht ab. Drei Ritter bin ich. Jetzt habe ich total voll gesteuert. Papa, ich war da. Danke. Ich bin Erster. Nicht getroffen. Oh, das dürften sie nicht meins. Krieg dich noch. Ich hab die kann noch nicht kapieren, dass mal der Pat. Krieg dich. Ich krieg dich. Du bist ein Zweiter. Was bist du denn da? Aua, wo bist du drin? Oh, die haben mir. Bist du Erster? Nee. Weil ich bin Zweiter. Und jetzt Erster. Werf mich dann mit A auf mich. Oh, Leon, ich glaube, du hast gewonnen. Ja, hast gewonnen. Ey, gib 5. Erstmal. Papa, du bist ja Stress. Ich bin Zweiter. Was ist denn daran so schlecht? Guck. Du bist nicht da gewonnen. Du? Du guck mal, bist guck mal. Das bist du. Das bist du. Du bist dritter Platz in der Gesamtwertung und Papa Erster. Ist doch super. Das ist immer so, wie bei Mario Kart. Oh, guck hier. Ja, super. Und Leon, wie findest du das Spiel? Gut. Ja. Dann können wir das ja irgendwann nochmal spielen, oder? Wir können ja nochmal ganz kurz, wir gucken nochmal ganz kurz ins Menü rein, was es noch an Menüs gibt oder so. Den Windel Award. Wer wollte ihn nicht schon immer haben?
den absoluten Over-Award. Den würde ich mal gerade so ins Regal stellen. Boost, die meisten Turbo-Boost. Okay, was haben wir jetzt freigeschaltet? Neues Komitee. Dill, irgendwie ein verformtes Baby. Okay. Verformtes. Warte, mal kurz auf. Ich wollte nur ganz kurz... Nee, nix drin. Reißrennen Arena. Ja, eine Arena. Wollen wir noch einmal eine Arena? Ja komm, dann probieren wir noch einmal. Du darfst aber nichts drücken, wenn ich jetzt schon drücke. So. Komm, wir machen mal schwer. Ich verliere. Ja, okay, dann machen wir es nicht ganz so schwer. Nein. Drück was. Ich will alles drücken. Ja, los. Drück. Du musst schon den richtigen Knopf drücken. Ja, und dann los geht's. Oh. Triff Gegner 10-mal, um zu gewinnen. Okay. Triff Gegner 10-mal. Und ich habe 5 Herzchen oder was? 5. Treffe ich die jetzt? Bis erster? Nee. Ich bin erster. Bei mir ist die Nummer 1. Okay, 2 Herzchen noch. Hey, ich hab's voll drauf. Oh, jetzt machen wir selber Platz hier, aber das zählt glaube ich nicht. Das ist gut. Ein Herzchen habe ich noch. Hey! Papa? Ja. Den mit der Krone abziehen. Immer wenn du eine Krone siehst, ziehst du ihn ab. Angenehm habe ich noch. Ja, das Punch-Pop. Wurde 3-mal getroffen. Hm. Das war gar nicht so einfach, um die Leute zu treffen hier. Irgendwie so ausgesprochen. 2 Bälle habt ihr. So, wieder ein Stieg, okay. Dachte man ist dann raus. Tot. Hey, du bist gleich wieder da. Weiter geht's. Papa, ich hab den mit der Krone gefunden. Ja, dann musst du draufhauen. Aber die ist schon weg. Jetzt habe ich sie gefunden. So, was machen die Hamburger? Kann mir das mal einer verraten? Kann ich schießen? Doch, irgendwie. Ich weiß nicht. Bin in Führung. Bleib in Führung. Hä? Nee, nimm mal das. So, wer 10 Abschüsse macht. 10 Abschüsse. Jetzt heißt es gebildet. Ich dachte, okay, ja, das stand ja da, aber. 1. So. 2. 3. Wer hat jetzt gewonnen? Und Bob! Die Zeit ist abgelaufen. Wer hat jetzt gewonnen? Papa. Also, ich würde sagen, das Spiel spielen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal, Leon, oder? Hab ich schon sogar angeschaut. Ja, das ist dann manchmal so. Wir spielen gleich mal was, wo du bestimmt auch gewinnst. So, nicht immer jetzt hier rumdrücken, Leon, bitte. Ich geh mal weg. So, sagst du mal nochmal Tschüss zu den Zuschauern? Tschüss. Da ist die Kamera. Tschüss. Okay. Danke fürs Einschalten und once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab zusammen mit meinem Sohn Leon. Und zwar unter Deck.